Hey Leute, hier sind wieder Benny und Larissa vom Aquapuristenkanal. Hallöchen. Und wir sind auch gar nicht alleine heute. Wir haben einen Gast. Einen kleinen Gast, weil Vera heute auch mal unbedingt wieder mit ins Video. Und die ist gerade leider verhindert. Ist im Kindergarten. Deswegen hat sie uns die Vertretung mitgegeben. Ja. Also sie hat gesagt, das ist da, ja. Wenn wir einen Fehler machen, dann... Der guckt. Ja, genau. Und korrigiert uns dann. Ne? Ja, so ungefähr. Gut. Also dies für den Niedlichkeitsfaktor haben wir schon mal gesorgt. Jetzt geht es natürlich weiter mit Updates. Meine Standard-Updates, wie es so mit dem Kanal aussieht, was wahrscheinlich viele auch gar nicht so doll interessiert, verschieben wir mal ans Ende. Also noch nicht abschalten. Diesmal haben wir nämlich noch ein paar weitere Updates, was es so hinter den Kulissen bei uns hier im Shop gibt. Achso, vielleicht nebenbei, falls es ein bisschen mehr rauscht als sonst. Es regnet. Relativ doll. Ja, das muss mit aufs Video. Es ist ja jetzt eine Besonderheit, wenn es regnet. Also im August Regen, hiermit haben wir es bestätigt. Ja. Genau, was gibt's Neues im Shop vor allem, also nicht nur im Shop, sondern auch hinter den Kulissen. Da hast du ein bisschen gebastelt. Ja, und zwar haben wir, also ich weiß nicht, irgendjemand hatte das glaube ich schon mal in die Kommentare geschrieben und nachgefragt. Ich weiß nicht genau, was oder ob du darauf geantwortet hattest mit den Kommentaren. Achso, ja, das eine. Ich dachte, du wolltest erst mit den Rechnungen anfangen, aber das machen ja, wir das gleich. Ja, das ist ja das. Jedenfalls, das bezieht sich auf die Kommentare. Ah ja, guck mal an. Ja. Ja, es war tatsächlich so, dass ich weiß auch nicht, ob es eine E-Mail oder ein Kommentar war. Jedenfalls hat irgendjemand, du hast gesagt, ein YouTube-Kommentar war es. Irgendjemand hat geschrieben, wie sieht es denn mit Fake-Bewertungen aus? Und das habe ich auch drauf kommentiert, also habe ich geantwortet auf jeden Fall, weil uns das auch aufgefallen ist, dass an irgendeinem Zeitpunkt, lang in der Vergangenheit, wundersamerweise ganz viele Kommentare erfasst wurden. Obwohl es ist ein bisschen über einen Zeitraum gestreckt. Es ist nicht alles gleich veröffentlicht. Aber die Art, wie diese Kommentare geschrieben sind, sind auch teilweise sehr ähnlich und durchschaubar. Also eigentlich soll es ja, wenn extra so ein paar Fehler eingebaut werden, mit dass die Groß- und Kleinschreibung nicht stimmt, so wie man das mal auf dem Handy eintippt. Also man merkt, es wurde versucht, das so zu machen, dass es echt ist, aber irgendwie merkt man es doch. Ja, ich meine, jeder, der sich regelmäßig auf Online-Shops rumtreibt, der weiß, wie eine Fake-Bewertung aussieht. Und es sind, muss man sagen, es sind keine gekauften Bewertungen, insofern, dass man jemanden bezahlt hat, dass der einem praktisch, oder dass man Leuten Geld gibt, dass die einen bewerten, so nicht, sondern es ist, ich glaube, es gibt so ein Tool oder so dafür. Ich habe Stefan mal gefragt, wie das aussieht. Ja. Und er war da auch so ein bisschen peinlich berührt, so nach dem Motto, ja, das muss ich unbedingt mal abschalten. Hat er aber offensichtlich nicht gemacht. Denn es war wohl mehr oder weniger vorkonfiguriert, dass es da so ein Plugin quasi für den Shop gibt, der einfach mal irgendwelche Wertungen generiert hat. Ja. Hat, wie gesagt, das ist schon, wann sind die, also schon ewig her, also seitdem wir da sind, gibt es das auf jeden Fall nicht mehr, aber auch Stefan hat das vorher schon ausgeschaltet. Ja, ja, das ist halt das am Anfang, wenn man praktisch neu den Shop macht oder auch wenn ich jetzt neue Artikel einstelle, wir haben ja in der Vergangenheit einige schon vorgestellt, also die Sachen, die ich dann neu eingestellt habe, haben wir euch hier gesagt und wenn man da dann eben reinguckt und sieht dann, ja, null Bewertungen, dann ist das komisch, wenn daneben dann ein Artikel ist mit 7 Bewertungen und dann fast, keine Ahnung, 4,8 von 5 Sternen oder so, dass man dann denkt, ja, okay, ist irgendwie komisch, aber klar, wenn der Artikel neu ist und noch keine Bewertung es dafür gibt, dann kann da ja auch keine logischerweise sein. Und ich glaube, das ist das, was am Anfang praktisch häufig empfohlen wird, wenn man einen neuen Online-Shop macht oder was scheinbar auch so üblich ist, dass man dann halt künstliche Bewertungen da reinbastelt oder dieses Plugin, die halt da reinbastelt, dass das dann nicht so leer, sage ich mal, aussieht. Ich habe keine Ahnung, ob das üblich ist oder ob das auch überhaupt so richtig rechtskonform ist. Keine Ahnung, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, keine Ahnung. Ich sage einfach nur, dass wir das auch erkannt haben und vorhatten schon länger, das natürlich dass wir zu ändern. Weil, loswerden wollen. Ja, das ist, weiß ja jeder, dass das nicht so wirklich sinnvoll ist, sowas zu behalten. Und das ist halt auch richtig merkwürdig, was uns aufgefallen ist, was ich eben gesagt habe, 4,8 von 5 Sternen, das ist ja dann gut, weil irgendwen gibt es ja immer dazwischen, ne, der schreibt dann eine Bewertung. Ist ja manchmal auch so, dass man eher eine Bewertung schreibt, wenn man unzufriedener ist, so nach dem Motto, ne, und wenn man zufrieden ist. Aber es ist häufig auch das. Aber wenn dann überall Artikel sind mit 5 von 5 Sternen, 5 von 5 Sternen, alles ist toll, mit 10 Bewertungen, also allein das ist auch schon auffällig, dass man sich denkt, da kann irgendwas nicht stimmen. Auf jeden Fall wollen wir die gerne loswerden, insofern, dass wir die Macht haben, die einfach zu löschen. Also müssen wir nochmal durchgucken, welche das genau sind und die dann halt der Reihe nach oder mehrere markieren und dann löschen. Ja, da bist du ja schon dabei zu gucken, ja, genau. Wer ist jetzt wer ist echt und wer nicht.
Aber deswegen der Aufruf oder die Sache, die wir jetzt auf den Rechnungen neu haben, kann ich euch ja hier einmal einblenden, dass wir ganz unten drunter, also praktisch unter eurer Rechnung, wo dann die Artikel einzeln aufgeführt sind, steht hier immer dieser Satz mit, wenn irgendwie was ist, schreibt uns gerne E-Mail oder kontaktiert uns gerne. Und darunter haben wir jetzt nochmal ein, zwei Sätze hinzugefügt, dass wir uns sehr über eine Bewertung von euch freuen würden. Und daneben sind auch zwei QR-Codes, einmal von Google, also das führt direkt auf unsere... Wie nennt man das denn? Wow, jetzt donnert sogar ein bisschen. Ja, wie nennt man das denn? Google, unsere Google-Seite, genau. Wo unser Unternehmen praktisch vorgestellt ist. Ja, genau. Und da, wenn man über den QR-Code da reingeht, kommt man sogar direkt in die... Also man kommt direkt dahin, wo man eine Bewertung schreiben kann. Also man muss praktisch nur noch eintippen, wenn man halt angemeldet ist mit seinem Konto und dann auf Absenden klicken und dann wird das direkt da auf unserer Seite angezeigt. Das ist halt dieses Ranking, glaube ich, wenn man uns bei Google einfach eingibt, was ja gut, man da sehen kann. Das ist aber was anderes als die Bewertungen im Shop. Genau, also über die würden wir uns natürlich auch freuen, aber im Shop die Bewertungen, da wollte ich nochmal kurz sagen, wie man da hinkommt, weil das vielleicht ein ganz bisschen versteckt ist. Ich muss auch nochmal gucken, ob man das auf dem Handy genau an der gleichen Stelle findet. Also du hast das auch als QR-Code, dass man da direkt hinkommt? Oder? Nein, ich habe als QR-Code nur, weil das ist ja das Problem, ich kann ja nicht für jeden einzelnen Artikel den QR-Code machen, sondern der QR-Code daneben mit dem Aquapurist-Logo drin führt halt einfach nur auf unsere Shop-Seite. Also da müsstet ihr dann den Artikel, den ihr gekauft habt, aufrufen und dann unter den Bildern gibt es diesen einen kleinen Reiter, der üblicherweise ausgewählt ist. Da steht Beschreibung, glaube ich. Das ist halt die ganz übliche Beschreibung, wo man das sich durchlesen kann, was wir da halt hinzugefügt haben. Und daneben ist ein kleiner Reiter, der heißt Bewertungen. Und wenn man da drauf geht, dann kann man eben die ganzen Bewertungen, die da schon sind, sehen. Man muss dann nach ganz, ganz unten scrollen, was auch wieder ein Nachteil ist, wenn dann da 10 Fake-Bewertungen drin sind. Nach ganz unten scrollen und da kann man dann, gibt es eben diesen Bereich, wo man selber einen Kommentar verfassen kann, wo man dann auch seinen Namen, muss man auch nicht unbedingt, man kann auch das einfach nur abkürzen, was weiß ich, könnte ich L.W. hinschreiben oder so. Und dann halt eine Bewertung und da kann man das dann abschicken. Die ist dann noch nicht sofort sichtbar, sondern erstmal nur bei uns im System und wir müssen sie dann praktisch freischalten. Also wundert euch auch nicht, wenn ihr jetzt da eine Bewertung schreibt, dass sie nicht sofort auftaucht. Genau. Das ist natürlich vorsorglich, weil falls da irgendein Held reinschreibt, hier das, was auch manchmal hier in den YouTube-Kommentaren vorkommt, ich sag mal, Erwachsenen-Content, dass das eben nicht da so ungeprüft auf der Seite ist. Ja, genau. Oder wer weiß, was dann dafür... Beleidigungen oder was weiß ich, was drin sind. Deswegen ist das halt so voreingestellt, dass es nicht sofort veröffentlicht wird, sondern dass halt irgendwer nochmal einen Blick drauf wirft und sagt, ja, ist in Ordnung. Und wir werden es auch nicht so machen oder haben wir bisher auch nicht so gemacht, wenn ihr eine Bewertung schreibt, wo nicht 5 von 5 Sternen ausgewählt sind, dass wir dann sagen, oh, die sind aber gelöscht, das ist ja aber doof. Weil manchmal, naja, natürlich sind da irgendwelche Kommentare oder... Ja, ich will nicht sagen negative, also manchmal sind es auch solche Anmerkungen, wie das jemand hatte, irgendwie mit den Luftpumpen, glaube ich, dass die halt für den Zweck, für die er die haben wollte, nicht geeignet waren. Wo man sich dann denkt, ja gut, ist ja eigentlich gut für euch zu wissen, wenn man sagt, für den und den Zweck eignet es sich halt nicht so gut. Klar ist es dann insofern blöd, wenn er uns dann nur 4 Sterne gibt, weil man sagt, naja, wer anders sagt halt, ne, es wäre besser für den anderen Zweck eben, aber finden wir eigentlich auch wichtig, dass ihr das dann ehrlich da reinschreibt und dass die anderen, dafür ist das ja auch eigentlich hauptsächlich gedacht, dass dann andere Leute auch da drauf gucken können und vielleicht solche Einschätzungen dann halt auch haben. Ja, und da dann... Wir hatten das auch schon mal mit, dass DHL das nicht geliefert hat oder so. Und dann sagen, ja gut, da kann ich jetzt nichts dafür. Aber, richtig. Also, na gut, ist halt eine der Moment, wo wir es an die Post abgeben, danach haben wir halt keinen Einfluss mehr darauf, was da passiert. Ja gut, aber sowas kommt natürlich auch vor. Also, das ist auch so. Also auch für die Leute, die jetzt schon in der Vergangenheit was gekauft haben, wäre das ja eine Option. Also man muss jeder nicht, kann. Ich muss noch nicht mal. Nein, auf den neuen Rechnungen ist es einfach nur, dass es drauf ist, um euch nochmal aufzurufen, dass wir sagen, ey, bitte macht das doch, weil uns das halt wirklich helfen würde. Weil viele von euch schreiben uns auch eine E-Mail, dass dann irgendwie sagen, hey, danke, ist ja richtig gut gelaufen und ach, ich freue mich ja so. Und dann wäre es halt. Genau, das ist super für uns, aber diese E-Mail ist halt nur für uns, das ist das Problem. Und wenn ihr dann, keine Ahnung, uns halt eine Bewertung auf dem, bei dem Artikel direkt auf der Shopseite oder bei Google geben würdet, dann können das eben auch die anderen nach außen hin praktisch sehen. Ja. Deswegen der vielleicht Aufruf dann dafür. Ab und zu kriegen wir auch mal, oder man sieht es auch in den Kommentaren, aber ich glaube, es ist mehr per E-Mail, dass dann, ja, wie können wir euch denn helfen oder so. Genau. Das ist dann das eher, würde uns helfen. Genau, das würde uns helfen, ohne dass ihr damit unverhältnismäßig viel Aufwand hättet. Ja. Genau, und man kann auch Bewertungen machen. Also jetzt, wenn ihr sagt, ich habe vor, was weiß ich wann, was gekauft, könnt ihr jetzt auch noch bewerten. Also es wäre natürlich blöd, wenn ihr jetzt Sachen bewertet, die ihr gar nicht gekauft habt. Das wäre dann ja wieder ein Hang zur Fake-Bewertung. Aber wenn ihr jetzt sagt, ich habe vor einem Jahr mal, keine Ahnung, rote Postenschnecken gekauft, dann könnt ihr natürlich jetzt immer noch eine Bewertung dazu schreiben. Also das ist dann zeitlich unbegrenzt. Ja. Genau. Genau, das war im Prinzip das.
das ist halt der Punkt, dass es auf der Rechnung jetzt auftaucht, also ein bisschen anders. Genau, um noch ein bisschen präsenter zu sein. Genau. Dann, was hat sich noch im Hintergrund des Shops geändert? Also im weitesten Sinne, wir haben ein bisschen Hardware aufgerüstet. Naja, das ist ein Programm vom Land NRW, glaube ich, die gesagt haben, wir müssen kleine Einzelhändler oder Händler so im weitesten Sinne, müssen wir mal ein bisschen mit der Digitalisierung unterstützen. Habe ich mich beworben und... Wir haben jetzt Internet. Ja, Internet, genau. Das ist dieses Neuland, von dem wir immer alle sprechen. Genau, nee, das hatten wir schon vorher. Die fördern quasi Digitalisierungstechnologie und haben uns da ein bisschen Geld gegeben. Also noch nicht. Ich hoffe, sie geben uns das dann. Aber sie haben unseren Antrag schon mal bewilligt. Genau, und dafür haben wir natürlich nur einen Teil. Für alles hat es nicht gereicht. Aber wir hatten mal ein Video über unsere Routinen und da war, ja, kein Aufschrei, aber schon einige Kommentare, die gesagt haben, oh, hier, ihr seid ja wirklich noch schlecht ausgerüstet, so ungefähr. Das haben wir uns natürlich in dem Maßen zu Herzen genommen, als das tatsächlich so ein farbechter Bildschirm viel ausmacht. Ja. Da haben wir uns jetzt welche von zugelegt. Für die Bearbeitung von den Artikelbildern. Ja. Ich werde übrigens weiterhin GIMP dafür benutzen, auch wenn ich Photoshop auf meinem Rechner habe. Ja, kannst du ja je nachdem, weil, was besser funktioniert. Ne? Ja, nee, ich komme mit GIMP einfach besser klar. Und man muss sagen, dass GIMP dem auch eigentlich nicht, also in nichts nachsteht. Ja, das Gleiche im Prinzip. Ne? Richtig. Aber mit dem farbechten Bildschirm wird es jetzt so sein, dass ich eben die Fotos insofern dann besser bearbeiten kann, dass es halt hoffentlich dann nicht passiert, wobei es natürlich immer noch so sein kann, weil ihr habt ja auch nicht alle einen farbechten Bildschirm. Dann willst du das kurz erklären, was ein farbechter Bildschirm überhaupt ist, oder soll ich das machen? Ach so, ein farbechter Bildschirm ist ein Bildschirm, der Farben echt anzeigt. Also möglichst realistisch. Das Problem halt bei vielen Bildschirmen ist, dass die... Ja, wie soll man das sagen, da schon so eine Art Filter drauf haben. Manche gehen halt mehr ins Rötliche rein, manche gehen mehr ins Bläuliche. Und die Bildschirme, die wir jetzt haben, haben auch extra so ein kleines Kalibrierungszertifikat oder sowas dabei. Wir können über das ganze Ding eigentlich nochmal ein eigenes Video machen. Ja, das machen wir auch. Falls euch das interessiert, schreibt es mal in die Kommentare rein. Weil ich glaube doch, sonst wird es noch ein bisschen weiterführen, wenn wir jetzt das komplett erklären. Ja. Also wie der ganze Ablauf jetzt aussieht und vielleicht auch mal als Vergleich. Wir haben natürlich mehrere Bildschirme, dass man mal sieht, was das überhaupt für einen Effekt hat. Können wir gerne mal machen. Also das ist der Hauptpunkt, wo wir sagen, das sieht man sofort. Dann natürlich ein Rechner hinzugekommen, der das Video exportieren. Der das auch besser schafft und schneller. Beschleunigt. Und wo ich jetzt flüssig die Videos angucken kann. Und nicht das immer erst exportieren muss und dann raten muss, an welche Stelle denn ich jetzt irgendwo was packe. Ja, das ne? ist schon mal hilfreich. Ja, sehr hilfreich. Und dann haben wir noch ein Handy. Smartphone. Ein Smartphone. Ein Smartphone, uns ein senden lassen, gekauft. Telefoniergerät. Ja, und da bin ich gerade noch so ein bisschen am Ausprobieren. Wir werden jetzt bald mal zwei Shorts, die im Prinzip identisch sind, also gleicher Inhalt. Also vom Thema her und vom Motiv her ist hochladen, es gleich. Hochladen, einfach für mich. Ich habe das jetzt heute Morgen aufgenommen und war ganz... Er schrie eben schon ganz begeistert. Huhuhu, was ist los? Ja, wir probieren hier manche Sachen einfach aus, die jetzt anders gehen. Es wird ein bisschen dauern, bis ich mit der Technik klarkomme. Ja. Bis man auch alle Funktionen irgendwie rausgefunden hat, die für uns sinnvoll sind. Aber das macht auf jeden Fall einiges aus. Also wir haben uns natürlich extra ein Modell zugelegt, was auf Video und Foto optimiert ist. Alles andere ist für uns jetzt, also gut, telefonieren sollte man auch mit können. Also jetzt gibt es demnächst auch Shorts, die wahrscheinlich die gleiche oder sogar bessere Qualität haben. Vielleicht nehmen wir dann die Detailaufnahmen. Kann ich die nicht auch einfach mit dem Handy aufnehmen? Ja, natürlich, dafür sind die ja da. Bald wird die Kamera da. Ja, die bleibt irrelevant. Stehen, aber wenn man dann mal rumläuft und mal kurz was sieht oder auch mal, ich hoffe ja auch, dass wir bessere Fotos nochmal damit machen können. Ja. Produktfotos, ne? Müssen wir da auch nochmal ein eigenes Video zu machen. Was denn? Dass es keine echten Garnelenfotos aktuell gibt. Wie keine echten? Ja, es ist einfach in der Technik, also in dem, aber auch schon in dieser Kamera, wo wir das mit aufnehmen, egal welche Aufnahmetechnik man aktuell hat, es sind überall intelligente Tipps drin, die das schon bearbeiten. Bearbeitung, Kontrast, was auch immer, Kantenerkennung, alle sowas drin haben. Ja. Das heißt, es ist im Moment nahezu unmöglich, die Garnele so darzustellen, wie der wirklich ist. Ja, aber das geht sowieso nicht, weil unsere Augen ja auch schon das anders filtern, richtig, als die Kamera das aufnehmen kann. Also wenn euch das interessiert, ich habe da sehr viel in letzter Zeit mich mit beschäftigt. Recherchiert, ne? Und recherchiert, was eine vernünftige Farbdarstellung anbelangt. Und bin dazu einigen ganz spannenden Erkenntnissen eigentlich gekommen. Ja. Also vielleicht mache ich das auch so, auch wenn es euch nicht interessiert. Er will es trotzdem sagen. Genau, ich will es einfach rauswerfen, bevor ich es wieder vergesse. Und das ist auf jeden Fall der Hauptpunkt, also unsere Technikerweiterung quasi. Ich hoffe, dass sich das jetzt in naher Zukunft auszahlen wird, dass man
Ja, das werdet ihr dann ja sehen, ob es noch ein paar vernünftigere, bessere Detailaufnahmen, bessere Qualität wieder mal hoffentlich gibt. Und wenn es nur besser insofern für mich ist, weil ich es unmittelbarer, schneller filmen kann als an der Kamera wieder 1000 Einstellungen und Beleuchtung her und ja, mal gucken. Okay, genau, das ist der Punkt. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ja, eigentlich können wir jetzt mit dem Kanal-Update weitermachen, oder? Gut, also das ganz normale, in Anführungszeichen, Kanal-Update. Das heißt, wir haben die 500 Videos auf diesem Kanal geschafft. Yay! Und da finde ich schon eigentlich eine ganze Menge, wenn man sich das überlegt. Sind die Shorts mitgerechnet, ne? Oder? Die Shorts sind leider mitgerechnet. Ja, ist auch ein Video. Manchmal ist in so einem Short, also manche mit viel Schnitt, wie zum Beispiel das Wassermelder-Video, wo ich da viel geschnitten habe und so. Ja, klar. Ist manchmal aufwendiger als... Ja, aber das Problem mit den Shorts, was ich halt sehe, ist, dass es mir die Analytics ein bisschen durcheinander haut. Ja gut, das stimmt. Die müsste man da irgendwie rausnehmen können, ne? Ja, weil halt sowohl die ganzen Watchtime, aber auch Klickrate und sind bei den Shorts natürlich immer ein bisschen anders. Ja. Auch weil die Interaktion mit den Shorts nicht ganz so ist wie mit den normalen Videos. Also keiner guckt sich die Shorts länger als eine Minute an. Komisch. Doch, die können sich ja mehrfach angucken. Ja. Oder in 0,5-facher Geschwindigkeit. genau. Boah, geht das bei den Shots überhaupt? Keine Ahnung. Nee, bei den Shots kann man die Geschwindigkeit nicht verändern. Da kann man auch nicht hin und her scrollen. Das nervt mich auch immer. Ja, jedenfalls ist das der Punkt mit den Shots. Ansonsten, wie war es jetzt in letzter Zeit? Natürlich über die Sommerferien. Weniger. Haben die Leute, also habt ihr wahrscheinlich auch andere Dinge zu tun, als jetzt ein neues Aquarium aufzustellen und ganz viele Videos dazu zu gucken, Kanälen dazu zu kaufen. Dementsprechend. Tja. Ist eigentlich alles runtergegangen, also weniger neu vorgeschlagene Impressionen, weniger Abonnenten, ganz deutlich, aber die Watchtime ist ungefähr gleich geblieben, das heißt, die schon abonniert haben, Dankeschön, ihr habt besonders viel geguckt und was in dem Moment noch ganz besonders ist, da muss ich mich nochmal bei allen bedanken, die hier zuschauen, ach so, zumindest ja, stimmt. 40% von euch haben jetzt hier abonniert, das ist eine sehr gute Quote, wie ich finde. Ja, auch wenn man mal so, besser als die letzten Male, ne? Ja, nicht nur das, sondern auch wenn man sich mal so ein bisschen im YouTube-Kosmos bewegt und schaut, was andere Leute da so für Raten haben. Also das heißt, 40% von euch, die das YouTube... Das Video hier schauen. Die das Video hier schauen, haben auch unseren Kanal abonniert. Genau. Und die anderen 60% sind praktisch die, die es nicht abonniert haben, nur ab und zu mal gucken. Oder die vielleicht auch manche, haben das glaube ich auch schon mal gesagt, dass sie gar kein YouTube-Konto, Google-Konto haben. Das muss man ja haben, um was abonnieren zu können. Ist jetzt auch nicht schlimm. Auch von YouTube wird dieses Abonniertsein zunehmend vernachlässigt. Das merkt ihr, indem ihr einfach auch andere Sachen immer wieder vorgeschlagen kriegt, ohne obwohl ihr abonniert seid. Der Abo-Feed. Ja gut, da kann man immer noch diese Glocke anmachen, dann wird es noch mal öfter vorgeschlagen. Aber vom Prinzip her... Also abonniert den Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen, damit ihr nichts mehr verpasst, wenn wir hier was hochladen. Ja, das kannst du ja jetzt machen. Das ist so dieser typische Slogan, den man immer in den ganzen anderen hört. Ja, ne? Guck mal, und wir sagen das fast nie und trotzdem sind so viele Abonnenten da. Also scheint es ja so, so schlimm nicht zu sein. Ja. Genau. Kann natürlich auch sein, dass die ganzen neuen Leute, die jetzt nicht abonniert haben, einfach gerade alle im Urlaub waren, in der letzten, im letzten Betrachtungszeitraum. Aber ich denke, das ist eine, für mich, finde ich, sehr gute Quote. Wie gesagt, das wundert mich jetzt nicht, dass weniger Abonnenten, weniger Impressionen und so weiter. Aber wenn man das mit letztem Jahr vergleicht um die Zeit, im Juli, so in dem Zeitraum, sind wir auf jeden Fall, also du kannst ja jetzt dieses neue Analytics nicht mit diesem... sondern wo du dieses schöne Balkendiagramm hast, da sieht man auf jeden Fall, dass die Balken jetzt höher sind als letztes Jahr um diese Zeit. Ja, was? Also scheint das ja schon mal eine Steigerung zu sein. Das wäre schlimm, wenn es nicht so wäre, weil dann würde der Kanal halt nicht größer werden. Aber was, wenn du das mit letztem Jahr vergleichst, natürlich ganz anders ist, ist die Klickrate. Ja? Ja. Weil diese Shorts halt da ordentlich gezogen haben. Also schlechter geworden. Schlechter geworden sind, ja. Ach so, ja, okay. Aber ist auch klar, je mehr Videos man macht, 5,2 oder so aktuell. Je mehr Videos man macht, umso schwieriger wird es auch mit der Klickrate, wenn man verschiedene Themen auch versucht teilweise abzudecken. Die kommen ja auch wieder immer Themen vor, die halt nicht alle Leute interessieren und so. Ja, das wird jetzt immer besser, weil wir jetzt neue Technik haben. Ja, genau. Genau, das ist im Prinzip so YouTube-mäßig. Da wird sich auch noch einiges ändern. Wir haben eine ganze Menge geplant, so wie immer. Auch eine ganze Menge, was ich schon versprochen hatte, zu tun, was entweder schon gedreht ist und noch im Schnitt sitzt. Teilweise schon seit einem Jahr. Da kommt jetzt ein Video sehr bald, was ich jetzt gerade geschnitten habe. Darüber habe ich keine Macht. Das liegt alles auf seinem Rechner. Das ist auch richtig. Da wusste ich noch nicht mal was von. Siehst du, da liegen noch ein paar Videos. Und auch ein paar andere Projekte, die mehr oder weniger gestartet sind, noch nicht gedreht oder
geplant, aber noch gar nicht gemacht. Also, oder private, andere private Sachen, die damit reinspielen, das die das dann wiederum verhindern. Oder zum Beispiel dieses Becken hier, wo ich sagen würde, das, warum wir das so eingesetzt haben, das hat sehr gut funktioniert. Also ich habe hier seit Ewigkeiten nicht gefüttert, allen Tieren geht's gut, die Oderschnecken werden größer, die zwei Babykardinalfische sind mittlerweile so groß, dass ich sie auf jeden Fall wieder zu den anderen ersetzen kann. Und ja, muss man aber auch mal wieder aufräumen. Genau, das war ja der Punkt, wo ich sagen würde, das könnte man jetzt mal wieder komplett neu machen. Aber das seht ihr dann natürlich mit Bambus. In einem anderen Video. Bambus. Ja. Ich liebe Bambus. Ach so, du. Ja. Du sollst ihn ja dann da rein tun. Ich sitze dann hier oben immer. Yum, 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 yum. Es gibt so Bambushöhlen, auch für Garnelen. Ja? Ja. Müssen wir mal überlegen, ob wir die irgendwann mal in den Shop aufnehmen. Die sind echt cool, ne? Ja. Aber ich wollte doch auch diesen Glücksbambus, der gar kein Bambus ist. Das ist kein Bambus, den mag er auch nicht. Ach, alles der klar. Ist weit gefächert. In dem Sinne würde ich sagen, bis zu den nächsten 500 Videos. Nein, natürlich, wie immer, nach 50 Videos will ich ungefähr immer gucken, wie sieht's aus. Und bis dahin.